Hi Leute, willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Heute reden wir mal über Aktien, genauer gesagt über deutsche Aktien, wo ein Großteil dieser in den letzten 20 Jahren total abgelost hat, heute im Video. Diese Thematik nun besprechen wir anhand eines Artikels auf NTV, Link wie immer unten in der Beschreibung. Studias Warnung für Anleger, nur wenige deutsche Aktien schaffen hohe Werte. Gerade mal 6 von 10 deutschen Aktien erzeugen langfristig Wert. Von denen schaffen es nur wenige hohe Erträge für Anleger. Viele andere Papiere haben Investoren hingegen Verluste beschert, darunter auch prominente Konzerne. Viele deutsche Aktien brachten Anlegern seit Januar 2003 unterm Strich kein Geld, während demnach schon 12 Titel für die Hälfte des geschaffenen Gesamtwertes standen. Ja Leute, hier sind wir dann auch schon mittendrin in der Problematik in Bezug auf die Einzelaktien. Ich verstehe es sehr, sehr gut, diese Romantik, selber Aktien zu besitzen, zum Beispiel angenommen, ich habe 50 BMW-Aktien und fahre hier in München bei BMW vorbei, sehe eine Tür und sage, schau, die Tür, das ist meine Tür, weil ich bin an diesem Unternehmen beteiligt. Auch der Aufbau eines gut sortierten Portfolios, ich kann es vollkommen nachvollziehen, Leute. Und natürlich ein gutes Portfolio besteht natürlich auch zu einem Anteil an Blue Chips. Aber viele will natürlich auch bei den Nebenwerten, bei auch den Small Caps, weil sie wollen eine Outperformance erzielen, weil ansonsten bräuchte man sich diese Mühe nicht machen. Und hier liegt ja die Krux, die Blue Chip-Werte, auch die gute Dividenden ausstehen, die halten meistens das Portfolio so in der Waage. Aber natürlich auch diese Lust daran, natürlich eine Outperformance zu erzielen, das mit anderen zu teilen und zu sagen, schaut, ich bin der große Jambalaya, das wird immer mehr zur Problematik, weil wenn diese Werte abstürzen, dann irgendwann mal ist man trotz der Blue-Chip-Werte vielleicht auf plus minus null oder sogar im Minus. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil eine Anlagestrategie, die wäre doch so einfach und die kommt am Ende dieses Videos von mir an euch. Aussagekräftige die Studie nun auch dementsprechend, weil dies bezieht sich auf die gut 1000 Aktien und das in Bezug auf Anfang 2003 zu Dezember 2022. Hier weiter im Text. Die Experten maßen die Wertschaffung der Aktien an der Rendite von Bundesanleihen mit einer Monat Restlaufzeit, um einen Vergleich mit sehr kurzen und sicheren Anlagen zu schaffen. Ähnlich dem Halten von Geld auf dem Konto in den Jahren der Niedrigzinspolitik. Aktienrenditen über jener von solchen Bundesanleihen wurden als Wertschaffung definiert. Nun ja, was soll ich nun sagen? Die haben die Latte nicht allzu hoch gelegt, wenn sie dementsprechend die Aktienrendite, wenn sie schon über der von Bundesanleihen liegt, dementsprechend als Wertschaffung, sage ich jetzt mal, definieren. Aber erstmal weiter hier im Text. Der Start der Studie wurde auf Januar 2003 gelegt, sodass der Aktienmarkt nach dem Einbruch des neuen Marktes von einem Tief aus untersucht wurde. Das Ergebnis vom gesamten geschaffenen Wert entfiel allen gut die Hälfte, 52% auf Dividenden, also für die Dividenden-Junkies von euch, also eine sehr gute Geschichte. Die übrigen 41% entstanden durch Kursstreigungen und 7% über Aktienrückkäufe. Wer nun jetzt meint, ja, die Dividendenstrategie, das ist aber die einzige richtige Strategie, steht ja auch hier, den muss ich auch hier etwas enttäuschen. Hier werde ich auch noch ein Video bringen, warum dem Ganzen nicht so ist. Aber auf jeden Fall auf deutsche Werte, sage ich mal, bezogen wäre es nicht verkehrt gewesen, zumindest im Zeitraum der letzten 20 Jahre. Aber sind wir uns mal ganz ehrlich, hier sind so viele Werte schlecht gelaufen, da konnte man mit Blue-Chip-Werten nicht so viel falsch machen. Aber erstmal weiter hier im Text, und das ist nochmal sehr interessant für euch. Nur wenige große, meist gut gemanagte Unternehmen in attraktiven Branchen dominieren den Aktienmarkt. Dann weiter hier. Sie ist schon lange gelistet und über Jahre gewachsen. Wichtig ist jetzt nun, was wir daraus lernen können, genau aus dieser Aussage. Und hier sieht man, dass in Deutschland eigentlich die großen Unternehmen das Sagen haben und die schon lange Zeit am Markt sind, auch hier gelistet sind. Also nichts wie mit Startup und hier Senkrechtstarter. Also wie gesagt, wer auch hier die Blue-Chip-Werte in Deutschland gesetzt hat, zumindest in Bezug auf die letzten 20 Jahre, der ist damit gut gefahren. Doch selbst bei diesen Blue-Chip-Werten muss man stark differenzieren, wie man hier jetzt gleich sieht. Den größten Wert für Anleger schufen laut Studie die DAX-Konzerne Siemens, SAP, Allianz, Mercedes-Benz Group und Deutsche Telekom. Da kommen wir gleich dazu, was da 2003 noch passiert ist, mit je über 75 Milliarden Euro. Es folgten BASF, BMW, VW, die Stammaktien, die Münchner Rückversicherung und Deutsche Post. Die Aktien zählen fast alle auch zu den großen Dividendenzahlern im DAX, was ja dann mit dem Beitrag von oben, sage ich jetzt mal, Hand in Hand gehen würde. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Kommen wir zu den größten Wertvernichtern seit 2003. Das wäre einmal die Commerzbank, über Real Estate Holding, die Deutsche Bank mit fast 25 Milliarden Euro Wertvernichtung. Das habe ich persönlich so nicht auf dem Radar gehabt, dass die auf dem letzten Platz kommen. Und der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard, der kam sogar noch auf Platz 938, natürlich in Bezug auf die Wertvernichtung.
Eines würde ich auch sehr zu beachten, speziell bei solchen Analysen wie hier kommt es auch darauf an, auf die Zeiträume. Hier sieht man am Beispiel der Deutschen Telekom, hätte man vor diesem Zusammenbruch des neuen Marktes das so bewertet, dann hätte die Telekom dementsprechend auch um einiges schlechter abgeschnitten. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern damals auf die Online, wo zum Beispiel diese Aktie der Deutschen Telekom sogar bei einem Kurs von 110 Euro noch zum Kauf empfohlen. Räumen aber weiter mal nach unten und kommen hier zum Ende des Artikels. Anleger sollten laut Experten sehr breit streuen. Und das ist ja auch das, was ich hier immer propagiere. Wenn es denn wirklich Einzelaktien sein müssen, dann bitte streut das extrem weites Investment. Und deshalb sage ich auch eben, weil man so weit streuen muss, ist natürlich auch diese Problematik ganz stark gegeben, dass ihr natürlich viele Gebühren auch zahlen müsst. Dass ihr, sage ich jetzt mal, teilweise oft den Überblick verliert. Und deshalb sehe ich ein anderes Produkt hier definitiv auf dem Vormarsch und bin ich auch persönlich als um einiges sinnvoller als in Einzelaktien zu investieren. Denn hier steht noch weiter, nur knapp 58%, also 6 von 10 deutschen Aktien, erzeugten langfristig Wert. Dass Anleger mit Einzelaktien selbst großer Konzerne hohe Risiken eingehen, ist bekannt. Experten raten daher, Börseninvestments sehr breit und auch global zu streuen, etwa mit Fonds oder kostengünstigen börsengehaltenen Indexfonds, ETFs. Und das ist ja, seitdem es den Kanal hier gibt, das ist ja mein absolutes Altersvorsorgeprodukt Nummer 1. Weil wie gesagt, ihr habt ja global eine Streuung, besonders halt diesen Welt-ETFs, die ich halt speziell hier immer erwähne. Ihr habt eine günstige Kostenstruktur und ihr müsst euch um nichts kümmern, kein Balancing oder dies oder das. Sind es zu viele Gebühren, ist es zu hoch der Kurs? Ihr habt relativ wenig gezählter, werdet aber in den meisten Fällen definitiv eine bessere Rendite erzielen, als wenn ihr selbst auf eigene Faust als Einzelkämpfer hier euch ein Portfolio hochziehen wollt. Kommen wir nun noch zum letzten Satz und meiner Meinung nach dem wichtigsten Satz dieses ganzen Artikels. Denn die wenigsten Investoren, ob Privatanleger oder Profis, schaffen es, auf Dauer die Gewinnbringer an den Börsen zu finden. Und glaubt mir hier, vertraut mir, ich bin es dann seit 35 Jahren dabei. Es gibt immer natürlich einige wenige, die über 5, 6, 7, 8 Jahre mal den Markt outperformen. Aber das ist eher, sage ich jetzt mal, die Ausnahme als denn eigentlich die Regel. Warum nicht auf ein Produkt setzen, was seit Jahrzehnten etabliert ist, wie zum Beispiel den MSCI World? Warum denn nicht? Ihr habt eine gleichbleibende, konstante Rendite. Ihr müsst euch nicht rumschlagen mit dieser Gebührenstruktur, mit dem Balancing. Ich kann es immer nur wieder erwähnen. Lasst es in euch reingehen und schaut euch an, ob das vielleicht nicht für euch die bessere Alternative ist. Ich hoffe, dieser Artikel nun war informativ für euch und hat vielleicht auch ein bisschen die Augen geöffnet in Bezug auf Anlageverhalten. Was mich noch jetzt brennend interessieren würde, besonders in Bezug auf deutsche Aktien, wart ihr denn die letzten 20 Jahre vielleicht bei den Gewinnern dabei oder eher bei den Verlierern? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren, da können wir vielleicht auch ein bisschen schnacken über eure Erfahrungen, die ihr hier gemacht habt. Ansonsten zum Ende des Videos wie immer für euch wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu, bis bald, euer Steve.